Der obligatorische Krimi kommt diesmal aus Kopenhagen. Es ist von Katrine Engberg, Glasflügel. Es ist der dritte Teil einer Kopenhagen-Reihe, aber es ist auch der erste, den ich davon gelesen habe. Und ich finde, man kann auch gut da einsteigen und die anderen hinterher lesen. Kopenhagen. Im Brunnen in der Innenstadt wird eine Leiche gefunden. Und diese Leiche, die Leiche einer Frau, weist an den Handgelenken merkwürdige, gleichmäßig nebeneinander stehende Schnitte auf. Und es beschäftigt natürlich den Ermittler sehr, woher diese merkwürdigen Schnitte kommen, denn die kann man mit einem Messer nicht so gleichmäßig setzen. Als die zweite Leiche gefunden wird, auch in der Öffentlichkeit, also ja, im öffentlichen Gelände, wieder mit diesen merkwürdigen Schnitten, entdecken die Ermittler, dass beide Personen vor Jahren in einer Einrichtung für psychisch kranke Jugendliche gearbeitet haben. Wenn ich das jetzt erzähle, verrate ich nichts, denn das steht auch hinten auf dem Klappentext drauf. Insofern brauchen Sie keine Sorge zu haben. Was dann passiert, ist teilweise so unglaublich und spannend, dass man die Luft anhält und eigentlich permanent weiterliest. Es sind sehr sympathische Ermittler, für mich sind die beiden ja neu, und sind Jeppe Körner und seine Kollegin Annette Werner, die eigentlich gerade in Mutterschutz ist, aber es nicht lassen kann, auf eigene Faust zu ermitteln. Und es geht in diesem Fall auch natürlich um das große Thema Fürsorge für Jugendliche. Was versteht man darunter und kann es auch ausgenutzt werden? Mehr verrate ich nicht. Ein unglaublich spannender Krimi, dessen Spannungskurve bis zum Ende ansteigt und einem atemlos weiterlesen lässt.